Eloy de Jong und der liebt Rosa, sieht man, finde ich. Was das mit seiner kleinen Tochter zu tun hat und warum der frühere Boybandstar sich lange nicht outen konnte, das erzählt er uns bei einem privaten Bummel durch die Hauptstadt. Eloy auf Entdeckungstour in Berlin. Der Sänger schaut sich in einem bunten Kreativdorf an der Spree um. Das ehemalige Mitglied von Caught in the Act kann heute solche Momente genießen. Früher in die 90er war ich mit Caught in the Act überall auf die ganze Welt, aber eigentlich niemals etwas gesehen. Also habe mich diese zweite Runde Showbiz-Leben habe ich mich schon entschieden, Filme zu sehen. Der gebürtige Niederländer musste als Mitglied einer Boygroup seine Homosexualität verschweigen, um die Illusion der meist sehr jungen weiblichen Fans nicht zu zerstören. Doch die Liebesbeziehung mit Steven Gately, Sänger der Band Boyzone, wollten beide schließlich nicht mehr geheim halten. Egal was andere sagen, jetzt sind wir zu zweit, lass uns es jetzt machen. Also die Mut kam von dem Fakt, dass wir zusammen waren. Also wir waren nicht alleine, um dann endlich mit der Geschichte rauszugehen. Das Coming Out und seine Lebensgeschichte wird Eloy bald in einem Buch herausbringen. Heute lebt der 47-Jährige zusammen mit seinem Mann Ibo und seiner Tochter Indy im holländischen Utrecht. Auf seinem neuen Album haben die beiden sogar einen Song mitgesungen, was Eloy in den sozialen Medien dokumentiert. Ihrer Tochter leben die beiden Väter Diversität vor. Manchmal fragt meine Tochter, okay, was ist deine Lieblingsfarbe? Und dann sage ich immer rosa. Und dann sagt sie, ja, warum? Weil ich es eine wichtige Message finde, dass auch Männer auf rosa stehen können. Weißt du? Also, lass uns versuchen, ein bisschen weniger in die Schubladen zu denken und ein bisschen Farbe reinzulassen. Dann sieht die ganze Welt viel schöner aus. Und genau diese Lebensfreude möchte Eloy auch mit seiner aktuellen Musik transportieren, gerade in Corona-Zeiten. Übrigens hat Eloy während des Lockdowns zu Hause die gleichen Erfahrungen gemacht wie viele andere Familien auch. Die ganze Corona-Zeit war natürlich ja für uns alle eine Herausforderung, viel zu Hause sein. Man lernt sich noch besser kennen. Aber ich glaube, unsere Beziehung ist stärker geworden. Und damit das auch so bleibt, denkt Eloy immer daran, etwas von unterwegs mitzubringen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Ivo hat den 15. September Geburtstag. Also ich werde mich ein schönes Geschenk hier in Berlin für ihn aussuchen. Tschüss!